Letztes Jahr im Frühjahr. Ja, ich habe diesmal wirklich relativ viel tatsächlich wahre Geschichten. Die ist auch so eine, auch eine richtig wahre Geschichte. Gut, man muss ein bisschen dran bügeln oder was, damit das auch, ne? Weil, ja, wenn man auf der Bühne nur die Wahrheit erzählt, das glaubt dann keiner. Ne? Da muss man schon ein bisschen aufbereiten. Aber wie gesagt, es ist eine wahre Geschichte. Ich sitze in Köln im Café Reichardt. Ich bin zwar kein klassischer Stammkunde vom Café Reichardt, aber gut, mein schöner Blick auf der Dom ist ja schön vom Café Reichardt, kann man jetzt nicht anders sagen. Jedenfalls, ich sitze da, war irgendwie mit dem WDR-Redakteur verabredet, sonst hätte ich mich niemals da hingesetzt. Ja, neben mir am Tischchen zwei ältere Damen. Typische Café Reichardt-Stammkundinnen, deutlich jetzt an der Föß. Und man kann auch im Sommer, kann man auch mit, oder im Frühjahr mit dem Pelzing so rumlaufen, natürlich. Ja, man kann nicht sagen, was man hat, was soll der Quatsch? Nicht zu viel natürlich, nicht, dass man einen zweiten zu Hause hat, der was länger ist, das muss nicht. Aber jedenfalls, aber ansonsten absolute Kölschmädchen, wunderbar, so um die Mitte 60 bis 70 rum. Also ich sitze da, die sind sich neben mir im Unterhalten, das ist mir ein bisschen schwer gefallen, nicht hinzuhören, weil das ist schon immer sehr abenteuerlich. Und ich trinke dir gerade eine Tasse Kaffee. Das heißt hier, das möchte ich aber auch mal gesagt haben, wo jetzt gerade sagen, das Kaffee. Der Kaffee, da bin ich schon noch in meinem Herzen und vor allen Dingen, was mit der Sinnenfreude und dem Bauch zu tun hat, sehr süddeutsch geblieben. Oder ja, doch sagen wir mal österreichisch geblieben. Kaffee ist ja aus Österreich. 1600 Dingenskirchen, ich meine, das war der 7. Februar oder Montag. Nach Deutschland und damit auch nach dem Rheinland gekommen. Und da gibt es einen meiner Lieblingsautoren, Anton Kuh, Literat, Schriftsteller, Feuilletonist in den 20er Jahren, Wien. Der hat mal geschrieben, mit der Verschiebung des Akzents im Wort Kaffee von der zweiten auf die erste Silbe, Kaffee, ist eine Welt untergegangen. Er hat nicht Unrecht damit. Und ein anderer wundervoller Feuilletonist, Alfred Bolger, hat über das Wiener Kaffeehaus mal geschrieben. Das Schöne am Wiener Kaffeehaus ist, man ist nicht zu Haus und doch nicht an der frischen Luft. Nun ist es schon so, Sie wissen das auch, dass die Wiener, die österreichische Kaffeehauswelt über wundervolle Produkte im Süßwarenbereich verfügt. Die ganzen Tatschkeln, das Gebäck, die Torten, die Kuchen, das ist halt schon ein bisschen was anderes, entschuldigen Sie, als wir es hier, aber da ist Beißen und keine Maus der Faden ab, das ist so. Und ich sitze nun in diesem Zusammenhang im Café Tomaselli, ein paar Jahre her, in Salzburg. Genieße, soweit man das als Diabetiker kann, aber so viel kannst du dir gar nicht spritzen, wie man da essen möchte. Was willst du machen? Ein bisschen Blut lutschen ist auch süß. Also ich, ja, man muss das locker nehmen, sonst bist du fertig mit der Welt. Also ich genieße nun diese Wunderwelt der Konditorenkunst der Österreichischen. Da geht die Tür auf und es kommt eine rheinische Frau, Mitte 50, eher ein bisschen einfach, kommt da rein und setzt sich hin. Und ich dachte mir schon in dem Moment, wenn ein rheinischer Mensch jetzt da auch mit den Namen, die zum Beispiel die Konditoren waren die Konditorwaren in Österreich haben, konfrontiert wird, das kann nur zu Missverständnissen führen. Das sind aber zwei inkompatible Welten. Es war auch so. Sie sitzt da, wartet, dass die Bedienung kommt und sagt dann auch noch Herr Ober für die Bedienung, was man niemals tun darf. Nur jetzt so kleiner Ratschlag zum Überleben in Österreich. Sah sie nie Herr Ober zum Ober. Also, erkundigen Sie sich, wie heißt der? Und wenn Sie das zweite Mal da sind, also sagen Sie erstmal neutral nichts. Wenn Sie das zweite Mal da sind und Sie wissen, wie er heißt, dann müssen Sie mit dem Vornamen Herr Ferdinand oder Herr Franz, aber nicht Herr Ober. Da sind die beleidigt. Das ist also wirklich nicht. Aber wie gesagt, nur am Rande als kabarettistische Lebenshilfe. Was wollte ich gesagt haben? Wo waren wir dran? Tomaselli. Ich sitze da, die setzt sich hin, wartet nun, bis die Bedienung kommt und er sagt, bitte sehr, meine Frau. Und dann sagt sie, ja, Herr Ober, ich hätte, da war dann schon die Flappe runtergefallen, ich hätte gerne so ein schön lecker Stückchen Käsesahne. Jetzt muss man, um zu verstehen, dass das ein Herr Ferdinand in Österreich nicht verstehen kann, sollte man wissen, Käsesahne ist ein Begriff, der wird maximal bis Remaren verstanden.
Also, und ich möchte mal sagen, aus gutem Grund. Also, der Ober natürlich guckt relativ kariert, der Herr Ferdinand, und sagt, wie wünschen bitte Ihnen, Frau? Käsesahne. Kennt ihr Käsesahne hier in Salzburg? Bedauere höflich, gnädige Frau. Aber vielleicht kann ich Ihnen mit ein paar Topfentascheln dienen. Spruch doch kein Tasch, hast du mit dabei? Ne? Ja, oder vielleicht mit einem Topfenstrudel. Ja, da ist mir auch der Glas aus der Hand gefallen, kann ich sagen. Ich hoffe, es ist nichts passiert. Nur die Flasche an mir fallen, das ist ja normal. Haben einen hohen Schwerpunkt, die Flaschen, wenn sie leer sind, weil der Schwerpunkt ist ein Mann, aber du weißt mal. Oder vielleicht ein Stückerl Topfenstrudel. Was ist das dann? Haben wir einen Weltwasserbahn oder was? Oder Topfenpalatschinken. Nee, Schinken darf ich nicht, vom Arzt aus. Nee, ich darf kein Fleisch. Oder Buvideltatschkerl. Ja, sind wir in Jugoslawien oder was? Das klingt dann. Oder versoffene Jungfrauen, ein wundervolles Gebäck. Versoffene Jungfrauen, um Gottes Willen, Herr Ober, sieht man das? Oder vielleicht Schlosserbuben, alte Weiber, Stranitzeln mit Obers oder Schokobusserl. Und da stand sie auf. In Wirklichkeit war es natürlich ein bisschen kürzer. Steht sie auf, die rheinische Frau, und sagt, da willst du ein kleines Stückchen Käsesahne haben, was bei uns so aus jeder Drisslade im Angebot hat. Und was ist? Man wird beschimpft, dass er unverschämt hat, euch alle so. Und Russe war sie, nicht? Schade, möchte man sagen, nicht? Dass sie so schnell Russe laufen wollen, weil vielleicht hätten ihr die österreichischen Varianten von Käsesahne, Topfenstrudel zum Beispiel, doch besser schmeckt, man weiß es nicht, aber ist auch wie gesagt, Dingens Kaffeerei, Schat, da sitze ich da. Und neben mir die zwei Alemönder, die zwei alten, älteren Mädchen. Und nun waren die sich am Unterhalten. Ich habe, wie gesagt, mich ein bisschen zurückgehalten mit dem Zuhören. Aber dann sind die auf ein Thema gekommen, das mich persönlich sehr berührte. Denn, das war im April, Mai, mir stand das bevor, im Juli. Sie haben sich dann nämlich plötzlich über die dritten Zähne unterhalten. Ne? Und eine davon hatte bereits, wie sie sagte, circa im halben Jahr, hatte sie dritte Zähne und jetzt hing es dort rum, normal mit Gaumenplatte, Haftcreme, wie sie das dann aus, oder direkt Implantate. Und wie gesagt, das stand mir bevor im Juli, die erste Kieferaufreißerei für Implantate für Rinse, Döbbele oder was. Also wurde ich hellhörig. Hatte ich ja nun eine Expertin am Tisch neben mir, die schon ein halbes Jahr der Zeug da irgendwie da drin hat im Haus. Und nun belehrte die, wie heißt das immer, die VPT, die Vollprothesenträgerin, wie die Zahnärzte sagen, sind sie DPT oder VPT, die Vollprothesen oder Teilprothesenträger? Also die VPT belehrte nun ihre Freundin, Tränchen, über die Nachteile bei Implantaten und sagte dann, Implantate, nee, Tränchen, ich sage dir, donnert nicht, losset sind. Das ist so jetzt von gefährlich, also ich war hier, Königs Mariechen, ne? Da hatten wir ja den Fall, kennst du das ja auch, das war ja furchtbar, ne? Dem geführt Königs Mariechen, hat der Zahnarzt in Köln gesagt, da müssen wir langsam an Implantate denken, also so schnell kann ich ja nicht bohren, wie ihnen die Zähne rausfallen, ne? Und da müssen wir denken, ever, da zieht sich ein bisschen, da müssen wir Operation machen, dann ein halbes Jahr später können wir dann die ersten Döbel da rein kloppen oder was, also da müssen sie ein bisschen Zick mitbringen. Ja, und da war dann eine Königsmarieche in Judesmarsch, ne? Die hat ja da die Familie gestanden, das Schwiegersohn, ne? Und da war die um die Ecke in die Privatklinik, ne? Und da war der Dr. Dingenskirchen, Thieler, wie er heißt, natürlich weiß ich nicht mehr, und da ist sie nach dem gelaufen und der sagt, was, halbes Jahr? Nee, das geht bei mir in einer Woche, haben wir hinter uns. Montag, da machen wir die Operation und am Montag drauf kommen die Döbel da rein und sagen, ihr bist wie Bett, da kannst du sagen. Ja.
Ja, ich meine, natürlich, klar, wusste Marische auch dir, weil es eine Privatklinik ist. Aber andererseits, eine halbe Jahre war dann doch irgendwie, also hättet machen lassen. Nicht? Ja, ich meine, ist ja auch schön gegangen. Also, erst einmal war wunderbar. Nicht? Also, Marische, das hätte ja plötzlich, wenn du dann nur auf die Zänke lohnt hast, bei Marische, hast du ja da 38 Jahre. Nicht? Ja, einmalig. Und die hat plötzlich Zänke gehabt. Ich meine, in die Gesicht darfst du nicht gucken, das ist klar. Nicht? Falten, Plissé, kann ich sagen. Nicht? Jedenfalls ging das ein paar Wochen, ging das gut, sie, und dann hätte Marieschen, man weiß nicht warum, hätte nicht aufgepasst, jedenfalls hätte in so eine Hühnerschenkel in der Knochen erin gebissen und das war furchtbar. Da ist er, so wie sie Marieschen in der Knochen erin gebissen hätte paff, ist er das halbe Gebiss auseinandergebrochen, das Implantat rausgeflogen, der Kieferknochen sich durch die Ohren und die Augen in die Hirn. Rein. Die waren blute wie Sau mitten im Restaurant. Aber mit Blaulicht haben die den am Krankenhaus gefahren. Warum? Weil der Doktor in Jodesberg, der da Implantate in der Knochen erin gedöffelt hätte, hätte ja kein Implantat erin döffeln dürfen. Warum? Weil der Knochen war viel zu dünn. Ich meine, Marische war 20 Jahre mehr. Der Knochen war, was weiß ich, Millimeter oder sowas und da brauchst du ja 5 cm Knochen für die Döffeln. Ja. Also, ja, und da war noch eine riesige Operation, natürlich auch hier in der Uniklinik in Köln machen müssen. Das war furchtbar, haben die Mariechen die halbe Hüfte rausgestellt für eine Gesicherin zu deuen. Furchtbar, nicht? Also, ich war natürlich entsprechend beeindruckt. Und dann ging das Gespräch noch ein bisschen weiter und dann ging es um Haftcremes und dass da welche gibt, sprichst du ein B aus oder ein F, da fliegen die Zänke direkt raus, so, pff, ne? Und andere Haftcremes, die kriege ich ja nicht mehr vom Oberkiefer hier krass. Ne? Aber da ging das so hin und her und dann war irgendwie kleines Gesprächsbäuschen. Beide haben nichts gesagt, waren so das Kaffee so am Rühren, irgendwie so vor sich hingemümmelt, irgendwie ein bisschen Kuchen essen. Da war so 3-4 Minuten Pause und dann sagte die Gebissträgerin, die DPT, sagte dann plötzlich komisch. Und man merkte, das ist ein Thema, das sie seit einem halben, oder worüber sie seit einem halben Jahr, seit sie da die Gaumenplatte da drin hat, ist sie da drüber am Simulieren. Und sagt plötzlich der Satz, komisch, seitdem ich gehen zänk mich han, werde ich ständig zum Essen eingeladen. Finde ich schon einen berichtenswerten Satz, möchte ich mal sagen. Das, ja. Weil die kölsche oder die rheinische Philosophie eine Fähigkeit hat, wenn der Rheinländer philosophisch am Überlegen ist, also am Simulieren ist, dann tut er das gerne von beiden Enden eines Gedankens sehr gleichzeitig und führt die dann zusammen. Und dann könnte Rust, sich der mich gehen, senkt mir an, werde ich ständig zum Essen eingeladen. Für Philosophen, also die machen Kniefall vor so einem Satz. Ja, ist keinem Immanuel Kant eingefallen. Ja.